Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Watch Dogs Legion. Ihr wisst genau, womit es weitergeht. Wir gehen rüber, Gronkh schlachten. Gronkh hat sich eingekapselt in seiner Festung im Tower of London. Das ist jetzt unsere nächste Mission, die werden wir jetzt verfolgen. Es kitzelt mir gerade in den Fingern, zu Lindsay Harris zu wechseln und mit ihr das Ganze zu machen. Aber sie ist, glaube ich, somit die schlechteste Agentin, die ich da reinschicken könnte. Die Arme, die soll jetzt nicht unbedingt die Festung von Albion stürmen. Da gibt es durchaus andere Leute, die ich nehmen kann. Aber ich kann Lindsay natürlich verwenden für die Schnellreise. Und dann, wenn ich zu ihr gewechselt bin, nochmal den Agenten wechseln. Da ist sie. Und macht schon wieder illegalen Stuff, wie es aussieht. Ich überlege gerade, wen wir reinschicken sollten. Es gibt viele Agenten zur Auswahl, aber wie wäre es, wenn wir einen der neuen Agenten nehmen? Wir haben einerseits einen Fußball-Hooligan, den wir noch gar nicht gespielt haben. Habe ich beim letzten Part auch nicht beachtet, weil ich so langweilig finde, Fußball-Hooligan. Wer interessiert sich dafür? Kann ich aber mal die Ausrüstung geben. So, schnelle Lockouts, Trinkfest und ruft Freunde zum Kampf. Wir könnten zu viert Albion-Festung stürmen. Aber ich glaube, so Faustkämpfe ist nicht das, worauf Albion aus ist. Wir können unsere königliche Wache reinschicken. Die ist kampferprobt. Wir könnten jemand von Clan Kelly reinschicken, ist auch kampferprobt. Wir könnten unseren Albion-Spitzel reinschicken. Ich würde aber irgendwo auch gerne Duncan reinschicken, weil der hat dieses AR-Medizinschild. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Es begrenzt Schaden, steht hier. Ich will es ausprobieren. Auch wenn er vielleicht nicht der beste Pick ist. Nee, ich will ihn nicht nehmen, weil er so eine Alki-Stimme hat und das finde ich nervig. Oder wir schicken Albert Einstein rein, der mag Albion sowieso nicht. Ach komm, wir schicken Albert Einstein rein, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Wechsel vornehmen. Oh Junge, jetzt geht's ab. Hallo, hallo. Jemand anders macht blau, darum bist du jetzt dran. Von wegen. Fantastisch. So, da haben wir den Tower of London und da müssen wir jetzt irgendwie reinkommen. Viele Wege führen nach Rom. Konfrontieren Nigel Cass ist unsere Mission. Dann machen wir das mal. Hey, Nigel hat einen privaten Bunker unter dem Ort, an dem er seine Spielzeuge baut. Ich wette, da hat er sich verbarrikadiert. Da treiben sich sicher nur seine wahren Anhänger rum. Oh, stimmt ja. Cass. Um den sollten wir uns kümmern. Zum Glück ist seine Verstärkung beschränkt auf die, die zufällig in der Nähe rumlungern. Alles klar. Ich finde es übrigens sehr gut, dass Albert Einstein zu Nigel Cass einfach Cass sagt. Und dass ich hier einfach keine Stelle finde, an der ich mit dem Tower connecten kann. Hallo? Please. Ja, im Notfall fahre ich jetzt um den ganzen Tower rum. Oder Alarm geht los. Alarm hat aufgehört. Okay. Das ist doch mal was. Hier können wir rauf. Ja, was sind das hier alles für Geräusche? Gibt es hier überhaupt einen Weg nach unten? Okay, ich muss erstmal einen Weg nach unten suchen. Ein kleines Risiko. Hopp. Und hier komme ich natürlich wieder nicht höher. Vielleicht passt das. Das passt doch, oder? Ja, ich habe es reingeschafft. Hat nur eine Stunde gedauert, aber ich bin drin. Der Feind ist unter uns, seid wachsam. Ach, nett, dass du gerade hier bist. Der wahre Feind? Doch, was will man von Ich habe die Lösung für unser Problem gefunden und werde alles tun, um sie durchzusetzen. Seid ihr sicher, dass ihr dagegen ankämpfen wollt? Wollt ihr meine Entschlossenheit testen? Na los, versucht es doch. Okay, Gronkh. Das will ich in die Luft jagen. Oh, die trauen sich ja auch irgendwie nicht hin. Na gut, dann gehe ich jetzt rein. Jetzt kommst du erst. Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Und Sie verraten mal kurz. Ein bisschen Ablenkung. Oh, und ein Safe. Wie schön. Dann kann ich hier hochklettern. Und kurz mal hier ran. Kriegen die ja sowieso nicht mit. Das war's mit der Sicherheit. Du kannst den Aufzug zum Bunker jetzt benutzen. Das war's mit der Sicherheit. Es ist nicht ein bisschen demoralisierend, dass die ganzen Geschütze, die dafür da sind, euch zu beschützen, plötzlich anfangen auf euch zu schießen? Ich meine, alleine deswegen sollten die Leute doch jetzt einfach die Waffen fallen lassen und sich denken, nee, ich habe keine Lust mehr. Achtung, lauf nicht in die Falle, Bro. Lauf nicht in die Falle. Oh. Ah.
Ui, was war das denn? Bin ich gerade in eine Falle gelaufen? Kurz nicht hingeguckt, läuft man selbst in eine Falle. Das ist auch ein netter Aufzug. Ich glaube, hier passen größere Sachen rein als ein Mensch. Jetzt betreten, du kannst den Bunker erst wieder verlassen oder Agenten wechseln, wenn Cass besiegt ist. Soll das jetzt schon das Finale sein, oder? Ich bin bereit. Okay, jetzt habe ich gerade Zweifel daran, ob ich doch Albert hätte reinschicken sollen. Okay, seid ihr hier, um es zu beenden, Deadsec? Begreift ihr es denn nicht? Was unser gemeinsamer Bekannter Zero Day hier einleitete? Meine unausweichliche Herrschaft und euren Niedergang. Okay. So wird es nun mal immer enden. Immer. So ist einfach die natürliche Ordnung für Menschen wie mich und Menschen wie euch. Okay. Ich bin das Gesetz. Kommt runter. Gerne. Ihr seid erledigt. Kein Ding, Bro. Ich glaube, ich muss eine Waffe ausrüsten, oder? Hätten wir nicht mehrere Agenten reinschicken können? Was ist das? Deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die EMP-Stationen einzuschalten. Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Gibt's hier keine Kameras? Das heißt, ich muss mich hier wirklich frei bewegen. Ich muss mal warten, bis der aufgehört hat zu schießen. Dann kann ich mich ein bisschen weiter bewegen. Ich tarne die Leichen. Okay, ich kann mich weiter bewegen. Wir können jetzt das Ding drehen. Du musst die EMP-Stationen mit Strom versorgen, um durch den Panzer zu kommen. Schließe die Netzwerkumleitung ab. Bin dabei. Bin dabei. Und Spannung wird erhöht. Schwachpunkte enthüllt. Der EMP hat gewirkt. Feuer frei. Ja, mache ich. Bin dabei. Easy. Die erste EMP-Station ist erschöpft. Starte die nächste mit einer Netzwerkbrücke. Alles Achtung, klar. Weitere Verstärkung. Aufpassen. Von wo? Von da oben? Oh oh. Was ihr seht, ist die Zukunft. Die modernste Form des Sicherheitswesens. Warte, jetzt sind ja auch noch Drohnen unterwegs. Entdeckung. Angenehm. Nein, keine Granaten. Hast du Bergli nicht gehört? Schließ die Netzwerkumleitung aus, um die EMP-Station ja, lass, mit Strom jetzt zu hetz mich nicht so. Wir haben unendlich viel Zeit. Ich darf ja wohl ein bisschen auf meine Deckung achten. Oh Gott. Okay, wir haben es. Jetzt muss ich nur noch an die richtige Stelle. Ich habe das Gefühl, ich bin genau über die falsche Flanke gelaufen. So war das, glaube ich, nicht vorgesehen. Oh, ich habe auch nur noch 11 Schuss, ne? Muss man ein bisschen Ammo sammeln. Ah, das ist das letzte Ding, das fehlt. Okay. Der EMP hat die Rüstung der Drohne geschwächt. Als ob meine ersten zwei Schüsse nicht gezählt haben. Der Schild der Drohne ist wieder online. Schalte eine andere EMP-Station ein. Ja, klar. Er hat Verstärkung angefordert. Noch mehr Verstärkung, das ist illegal. Euer Kampf ist sinnlos. Sie werden es euch nicht danken. Ich habe nur noch eine Kugel, die muss treffen. Passt. Keine Gran... Oh, warum kriegt er jetzt andere Angriffspattern? Das ist ja wie so ein klassischer Bossfight. Ganz gleich. Das ist deine Chance, Schaden zu verursachen. Keine Zeit. Oh, warum stand er schon wieder immun? Wir haben's. Gronkh ist tot. Okay, ein paar Kamerashots waren jetzt ein bisschen überflüssig, oder? Bringen wir es hinter uns! Okay. Ich muss gerade noch nachladen, Bro. Bringen wir es zu Ende. Er hat eine Kampftarnung. Ich auch. Als ob das ging! Als ob das ging was?
So episch. Na? Ich bin beeindruckt. Glaubst du, deine kleine Widerstandsgruppe kann London beschützen? Dich auszuschalten wäre eine Grundlage. Oh, dieser Job ist so undankbar. Und die Leute hassen dich am Ende dafür. Sogar wenn es zu ihrem Besten ist. Ja. Klar. Lass nächstes Mal die Leute entscheiden, was gut für sie ist. Das ist der Zwecks fataler Fehler. Ihr glaubt an die Menschen. Ihr rekrutiert einfach alle, stimmt's, direkt von der Straße. Tja, früher war ich genauso. Dann wurde ein guter Mann getötet. Jetzt bist du tot. Ich finde, da hat Gronkh jetzt auch nicht so einen schlechten Job gemacht beim Voice-Acting. Nur wenn er episch klingen will, klingt das komisch. Aber sonst, das war eigentlich ganz gut. Tja, dann streichen wir Nigel Cass mal von der Liste. Ein Jammer. Er wäre ein toller Zero-Day gewesen. Wir haben noch jede Menge Arbeit. Cass ist vielleicht weg. Aber Albion verschwindet nicht so leicht. Die werden sich neue Ausreden einfallen lassen, warum sie auf den Straßen gebraucht werden. Aber wir haben uns trotzdem eine kleine Pause verdient. Auch von Zero-Day. Natürlich, indem Cass und Mary Kelly weg sind, verschwinden Albion und Clan Kelly nicht, weil sonst gäbe es ja gar keine Fraktionen mehr in diesem Spiel. Albion-Kapitel abgeschlossen. Ich muss sagen, dass mir diese DedSec-Sache echt gefällt. Und ich bin auch noch verdammt gut darin. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Oh, toll, ein höhnischer KI-Begleiter. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Das ist Backstyle. Bisschen gestichelt, aber verdammt nützlich. Und einfach ignorieren, wenn er nervt. Warum sagst du das? Du bist der neue Rekrut. Du sagst das zu einem alten Rekruten. Ist ja auch egal. Hey, ihr habt einen Irren ausgeschaltet. DedSec. Ging nicht anders. Das sollten wir feiern. Und da ich jetzt nicht mehr von einem Psychopathen gejagt werde, würde ich gern mal euer Versteck sehen. Führt mich hin. Oh, ich weiß nicht, ob ich ihn in unser Versteck führen sollte. Machen wir. DedSec Party besuchen. Habe ich mir auch verdient nach diesem Bosskampf. Um ehrlich zu sein, der Bosskampf war nicht mal so schwer. Aber ich habe mich blöd angestellt. Er war an sich ziemlich easy. Den hätte ich auch mit anderen Agenten geschafft. Aber so müssen Spiele ja heutzutage sein. Leicht genug, dass jeder sie schaffen kann. Hey, Hamish. Hamish, dir gefällt dein Versteck, wie ich sehe. Vielleicht wird es Zeit, dass du uns beitrittst. Nee, Leute. Ich bin viel lieber selbstständig. Hier gibt es nicht genug Sprengfallen. Aber ihr seid nicht schlecht. Wer sonst hätte den Mumm gehabt, es mit Cass aufzunehmen? Ihren psychopathischen Anführer werden Albion schwer vermissen. Aber so schnell sind die nicht weg vom Fenster. Ich hoffe, DedSec ist weiter kampfbereit. Okay, mein Ziel ist es jetzt, mit den Leuten zu reden. Mit denen will ich nicht reden. Was sagst du denn dazu? Sieh an, Inspektor Lau. Ich wusste nicht, dass es zu ihrem Job gehört, sich mit Regimekritikern zu verbrüdern. Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir haben einiges zu feiern. Cass hat bekommen, was er verdient hat. Und ohne Mary sind die Kellys endlich mal in der Defensive. DedSec macht es den üblen Typen hier ganz schön schwer. Bis die Polizei wieder Biss hat, bin ich auf DedSecs Seite. Stabil. Ach, schön, dich wiederzusehen. Naut, gönnst du deinen Urlaub von deinen Firmenaufträgen? Eine wohlverdiente. Dank uns denkt die herrschende Klasse zweimal nach, bevor sie sich mit London anlegt. Wenn die sehen, was mit Cass passiert ist, machen sie sich in die Hose. Die Zeiten ändern sich. Kämpft weiter und ich bin an eurer Seite. Bis später. Dieses Gespräch hätte ich gerne mit meiner Agentin geführt, die genauso aussieht wie Naut. Und dann sprechen wir jetzt noch mit Richard Malik. Der ist ja der Meinung, dass er hier bald wieder rauskommen wird. Du bist der Beste. Nein, du. Na, Malik? Wie geht's? Du hast offensichtlich etwas zu sagen, Malik. Also los, raus damit, anstatt wie ein dämlicher Irrer zu lachen. Dann verderbe ich mir doch den ganzen Spaß. Ich gebe einen Tipp. Gruselige Stimme, cooler Name. Eine kleine Drama-Queen. Oder habt ihr schon vergessen, dass Zero Day noch frei rumläuft? Ihr seht euch Albion an, den Sirs, die Kellys, sogar Sky Larson. Habt ihr mal in Betracht gezogen, dass ihr vielleicht eher in eurer Nähe suchen solltet? Wir haben ein Problem und müssen reden. Ich hoffe, Malik hat nicht recht, aber das wäre natürlich eine fantastische Wendung für so ein spannendes Spiel.
dass unser Homie, ich habe ganz vergessen, wie die aus der Zentrale wieder hieß, hinter Zero Day steckt, weil sie war die Einzige, die diese Razzia überlebt hat, was ich schon sus fand. Und sie spricht auch immer so sus, aber keine Ahnung. Wir sprechen dann erstmal mit Bagley. Hallo. Ich verderbe ungern die Party, aber wir haben unerwünschten Besuch im DedSec-Netzwerk. Und der lädt all unsere Technologie runter auf ein Remote-Gerät namens Drew Britannia. Oh. Scheiße. DedSec. Unser Name ist Zero Day. Wir trafen uns schon im letzten Leben. Diese Stadt brauchte einen Schurken und ihr wart perfekt für die Rolle. Jetzt lasse ich euch einen neuen Part spielen. Yay! Während ihr fleißig versucht habt, diese Stadt zu retten, habt ihr uns für einen Krieg bewaffnet. Naja, wir kennen unsere eigene Rolle selbst nicht immer. Und manchmal, am Ende des Stücks, wartet der Tod. Zero Day hat unsere Daten geklaut. Wenn ich eine gefühllose Maschine wäre, würde ich dich jetzt daran erinnern, dass ich dich vor Zero Day gewarnt habe. Bagley, laber nicht dumm rum, verfolge das Signal. Ich kann den Ursprung des Angriffs nicht exakt lokalisieren, aber der Admin hat über einen IP-Bereich für autonome Fahrzeuge auf die Festplatte zugegriffen. Hier sind die groben Koordinaten. Am besten gehst du gleich los. Ich würde gerne vorher nochmal mit Malik darüber sprechen. Aber ich darf nicht. Schade. Und die Party ist auch auf einmal vorbei. Na gut, dann gucken wir einfach mal weiter. Ich habe dir die grobe Position des Signals des Zero-Day-Hackers geschickt. Wie gesagt, ich habe keine genauen Koordinaten. Also musst du das Gebiet absuchen. Viel Glück und pass auf dich auf. Danke, Bagley. Das werde ich auf jeden Fall machen, aber auch erst im nächsten Part. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Bis dann und ciao!